Die botanischen Gärten und Naturmuseen der Schweiz beherbergen über 60 Millionen naturkundliche Objekte. Und hinter jedem steckt eine einzigartige Geschichte. Zum Teil so fantastisch, dass man sie kaum glauben kann. Entscheidet selber, ist die folgende Geschichte wahr oder frei erfunden? Herzlich willkommen im Herbar vom Naturmuseum Winterthur. Da möchte ich Ihnen einen Beleg zeigen aus dem Herbar von tropischen Nutzpflanzen aus Südostasien. Wir haben hier einen Ort von einem Gras, das fleischfressend lebt in den tropischen Regenwäldern von Südostasien. Das ist eine der ganz, ganz wenigen Gräserartigen, die überhaupt fleischfressend ist. Wie jedes Gras bildet sie Ähren aus, die dann hier in diesen kleinen Kammern, diesen kleinen Blöschen, Verdauungssaft bildet und kleine Insekten drin fängt und kann verdauen. Eine vergleichbare Pflanze wäre vielleicht bei uns, in unserer Region, der Wasserschlauch. Das ist keine Graspflanze, sondern eine Wasserpflanze. Die lebt unter dem Wasser, bildet nur Blüten oben am Wasser aus und hat unter dem Wasser kleine Blösli, die sie mit einem Unterdruck Krebsli einfängt. Mit dem wäre das System da vielleicht zu vergleichen von dieser Gräserartigen aus Südostasien. Jetzt, warum haben wir überhaupt so eine seltene Pflanze bei uns im Herbar? Das hat viel damit zu tun, dass Winterthur im 19. Jahrhundert eine grosse Handelsstadt war. Wir hatten sehr viele Handelsunternehmen, die hier ansässig waren. Und so sind eben auch ganz seltene Pflanzen auf Winterthur gelangt. Was meinen Sie? Habe ich Ihnen hier einen Fake aufgetischt? Oder ist die Geschichte der fleischfressenden Pflanzen aus Südostasien wahr? Rätselt mit und entdeckt weitere unglaubliche Geschichten auf fantasticstories.ch und besucht uns am Tag der naturhistorischen Sammlungen.